Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Angels of Death, vielleicht sogar die letzte. Schauen wir mal. Du Bastard. Das ist aber ziemlich heißblütig dafür, dass du keine Waffe hast. Ach, wie erbärmlich. Euer gegenseitiges Versprechen wird nicht erfüllt werden. Zack, es tut mir so leid. Was zur Hölle, wofür denn? Hey, komm wieder zu dir. Ich habe dir etwas versprochen, das ich nicht halten kann. Sorry. Ach, hör auf mit dem Scheiß. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Lügner hasse? Hey, bleib bei mir. Ich werde dich nicht gehen lassen. Ihr seid gefangen, hilflos und machtlos. Und das Allerbeste, Zack. Ich werde nicht zulassen, dass du Rachel tötest. Wie fühlt sich das an, Leute? Wie fühlt es sich an, wenn eure Träume zerstört werden? Oh, ich würde es lieben, das zu erfahren. Dann danach, wie wäre es... Fehlt da nicht ein Verb? Wir töten uns alle selbst? Keine Ahnung. Shit. Zack, hör auf zu lügen. Tut mir leid. Zur Hölle nochmal. Mach mich nicht zu einem Lügner. Ach so, klar, wenn er das nicht halten kann, wird er ja ein Lügner. Ich kann nicht zulassen, dass du hier stirbst. Nein, Zack. Es ist in Ordnung. Du warst immer für mich da. Aber das musst du nicht immer. Was sagst du denn da? Es gibt nichts Unterhaltsameres als ein hilfloses Monster. Nein. Er ist kein Monster, aber er ist auch kein Gott. Zack ist menschlich. Du bist menschlich, Zack. Deswegen musst du nicht immer... Musst du dich mir nicht immer hingeben. Menschlich. Daher... Hey, was hat das zu bedeuten? Du willst nicht... Sekunde, da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Wir hatten das Wort schon mal, aber ich krieg's jetzt gerade in dem Kontext nicht hin. Tut mir sehr leid. Moment. Jetzt habe ich die Wetter-App angemacht. Auch nicht schlecht. Kann ich euch gleich sagen, wie das Wetter morgen in Peking wird. Das verfolge ich nämlich schon. Voller Neugierde, weil ich da ja hinfahre. Voller Hingabe. Du sehnst dich nicht nach Hingabe, Rachel? Aber ich habe dir doch alles gegeben. Alles von mir. Das Essen, die Kleidung, das Spielzeug. Selbst das Stockwerk selbst war nur für dich. Ja, ich habe dir einen Ort gegeben, dich zu... Thriven? Sekunde. Das muss ich leider auch nachgucken. Thrive ist... Zu gedeihen. Und nun widersprichst du dem. Es tut mir leid, Doktor, aber nichts von dem hier ist das, was ich wollte. Was hat dir Zack denn gegeben, was so besonders war? Nur so ein mülliges Messer? Oh, oder war es etwa dieser alberne Schwur? Ein Schwur, um dir deinen Tod zu versichern? Das ist doch Wahnsinn. Trotzdem ich versucht habe, dein Leben zu schonen. Zu verschonen. Doktor, ich wollte so nicht leben. Die Wahrheit ist, ich wollte im Leben begehrt werden und auch im Tode. Und wenn es nur für einen kurzen Moment wäre. Mir wurde das klar... Was? Ach so, ja, mir wurde das klar, als Zack und ich uns das geschworen haben und diesen Ort gemeinsam verlassen wollten. Das hat mir schon ausgereicht. Dann zeig mir wenigstens deine Verzweiflung. Schließlich habe ich dir eben deinen Schwur weggenommen. Halt die Klappe. Oh, halt du die Klappe. Lass mich das beenden. Doktor, Sie haben es mir nicht genommen. Dieser Schwur, er wurde von Zack und mir geschworen.
Ein Schwur, der kann von niemand anderem gestohlen werden. Selbst wenn er niemals erfüllt werden sollte. Es ist egal, denn es ist unserer. Das weiß ich. Warte, ich kann das nicht akzeptieren. Zack, ich werde diesen Schwur beibehalten. Also bitte, sieh dich selbst nicht als Lügner. Zack, unser Versprechen muss nicht erfüllt werden. Ray! 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 Oh, und Rachel. Wenn du den Rest deines Lebens verbringen willst mit diesen unvertrauenswürdigen Augen. Ich dachte, es wäre egal, dass wir nicht zusammenleben können. Ja, wenn ich für immer in Isolation bleibe, dann könnte ich als ein glücklicher Mann sterben. Nee, ich könnte jetzt als ein glücklicher Mann sterben. Jedoch, wieso bestehst du darauf, dich von der Isolation zu entfernen bis ganz zum Ende? Du hast es ruiniert. Also ist alles vorüber. Ach, das Feuer. Dein Wunsch und Zacks Wunsch und alles. Ich werde dem ein Ende setzen, gemeinsam mit meinen eigenen Wünschen. Hä? Oh, der Reverend. Was tust du da? Ich sage, du hast es zu weit getrieben. Ich bin noch nicht fertig, ich muss mich um sie kümmern. Oh, ich glaube, ja, er hat ihn getroffen. Oh, Zack, du kannst dich noch bewegen? Du Bastard, jetzt solltest du besser beten. Spare deine Kraft auf, um diesen Ort zu verlassen. Kümmere dich doch um deinen eigenen Scheiß. Ein Mensch stirbt, wenn er so viel Blut verliert. Was bringt es denn noch hinauszugehen, wenn sie stirbt? Oh. Oh, Rachel Gardner ist noch sehr lebendig. Bringen Sie jetzt hinaus und sie wird gerettet werden. Was meinst du damit? Finde es selbst heraus. Ernsthaft, ist dieses Mädel unsterblich oder was? Das Gebäude könnte jeden Moment zusammenbrechen, Zack. Ah, dieser Ort ist nun nicht mehr. Das ist ein unerwartetes Ende für diese Geschichte. Nicht wahr, Daniel? Reverend, wieso? Ich gebe zu, ich war egoistisch, aber ja, es war auch zu eurem Besten. Trotzdem, meine Handlungen waren doch kein Fehler. Es war für mein Glück und... Was? Ach so, ich habe mich eingemischt... Weil manche die Regeln dieses Gebäudes gebrochen haben. Das wäre doch für euch auch ein Vorteil gewesen. Oh, Danny, es war hilfreich. Ich war in der Lage, etwas sehr Faszinierendes zu beobachten. Ursprünglich habe ich geglaubt, dass Zack ein kristallbeflügeltes Wesen wäre. Diese Flügel jedoch sind nicht mehr da. Was? Kristallflügel? Dachten Sie wirklich, er wäre ein Engel? Oh ja. Er war reinen Herzens und Blutvergießen war alles, was er jemals erfahren hatte. Nichtsdestotrotz, die Klinge, die Zack führte zu diesem Zwecke, diente letztlich einem anderen Zweck. Und daher zerbrach seine Klinge. Zack hat seine Flügel verloren und ist nun menschlich. Nun, es ist wohl korrekter zu sagen, dass er die ganze Zeit menschlich war. Aber das ist doch nur ein Zufall. Was noch viel spannender ist,
Ist das der eine, der uns das alles offenbart hat? Das war ein Kind, das verflucht war als Hexe. Rachel Gardner. Rachel! Das war eine radikale Transformation und ziemlich aufschlussreich. Und dabei war sie doch nur ein egoistisches, von Widersprüchen geplagtes Mädchen. Aber in der Rückschau war ich es vielleicht, der versucht hat, Zack seine Menschlichkeit wegzunehmen. Wenn das war es, dann wieso? Warum haben sie auf mich geschossen? Nun, meine Überwachung und mein Experiment haben bereits ihr Ende gefunden. Meine Rolle als die Augen Gottes haben nun ein Ende gefunden. Und dies ist nun sowas wie meine Wiedergutmachung. Reverend, nach all der Zeit, was... Danny, du warst derjenige, der das Mädchen hierher gebracht hat. Du wolltest Seelen bestowen? Sekunde, da muss ich nochmal nachgucken, was er damit meint. Du wolltest Seelen geben oder bescheren, statt sie zu nehmen. Huch, wieso habe ich Ton plötzlich auf meinem Handy? Sorry. Hast du denn nicht versucht, der Gott dieses Kindes zu werden? Und doch, Danny, du bist kein Gott. Und das wusstest du auch, nicht wahr? Aber was habe ich denn dann noch, als ich Rachels Augen sah? Sie waren trostlos und voller Verzweiflung. Ich wollte diese Augen doch nur mit Liebe erfüllen für alle Ewigkeit. Es war in diesem Moment, in dem mein einst unbedeutendes Leben endlich eine Bedeutung hatte. Ich konnte alles schaffen, wenn ich diesen Wunsch nur erfüllen würde. Aber jetzt kann ich diese Augen nicht mehr lieben. Ich meine, wenn sie nicht allein ist. Wer kann denn so ein ekliges Monster wie mich lieben? Oh, Daniel. Indem du sie mit Liebe überschüttest, würdest du doch nur den Wunsch erfüllen, selbst eines Tages geliebt zu werden. Nein, das ist nicht... Danny, wir sind doch nur Menschen. Es scheint, Menschen waren die einzigen Wesen hier, von Anfang an. Aber Menschen kreieren Götter, Engel und selbst andere Menschen. Vielleicht war das wahr, im Hinblick auf Rachel Gardner. Und jene, die sie zerstören, sind auch menschlich. Oh, Reverend... Was ist es, was sie in den Menschen hier gesehen haben? Nun, bedauerlicherweise, was ich immer sehe. Blindheit, Hässlichkeit und Schönheit. Nicht mehr. Oh, und Daniel. Ich denke, das Gleiche trifft auf dich zu. Erst jetzt ist mir das klar geworden, obwohl du am längsten hier warst. Vergib mir. Meine Zeit kommt nun zum Ende. Nun hast du endlich dich entschieden, mich wundervoll zu nennen? Oh ja. Und so sind sie untergegangen mit ihrem kleinen Experiment. Tja, das waren halt alles gebrochene Seelen da drin. Oh, okay. Hey, halte durch. Wir sind fast draußen. Stipp mir jetzt nicht weg. Okay, da, das Licht. Wir haben es wirklich fast geschafft. Komm schon. Hey, wir sind draußen. Aber wohin jetzt? Wo sind wir? Bring sie nach draußen und sie wird gerettet werden. Was hat er denn damit gemeint? Was soll ich denn jetzt tun? Hey, wach auf! Hey, Ray! Wach auf! Wirst du jetzt einfach so hier sterben? Komm schon, Ray. Oh, zur Hölle nochmal.
Öffne deine Augen. Ah, ein Krankenwagen, glaube ich, kommt. Oder die Polizei. Ah, als dieser Bastardprediger gesagt hat, dass sie gerettet werden würde. Das meinte er, hä? Huh? Naja, dieser Ort hat den 4. Juli erleuchtet. So ist das also, hä? Huh? Wow. Ray, vergiss niemals, dass ich dir etwas geschworen habe. Ich werde dich töten. Aber im Grunde müsste sie ja jetzt auch verhaftet werden. Sie ist ja genauso eine Killerin. Nicht nur er. Okay, jetzt sehen wir quasi mal das Gebäude von außen. Und die vielen, vielen Stockwerke darin. Und die Tauben haben sich es auch schon gemütlich gemacht auf dem Gebäude. Wow, ist ein riesen Gebäudekomplex, wirklich. Ich hoffe, es ist nicht gleich zu Ende. Bei der Musik und wie das so durchläuft, erwartet man ja fast, dass das die Credits sind, aber es erscheinen ja keine Namen, von daher. Doch, es endet nicht hier, ne? Also ich brauche schon noch ein bisschen Infos hier, was jetzt noch passiert. Datum? Rachel Gardner, ein Mädchen, das verschwand, während sie vernommen wurde in Bezug auf den Gardner-Mord. Sie wurde gefunden in der Nähe eines brennenden Gebäudes in und wurde, ja, U-Haft ist das nicht, ich glaube eher, naja doch, könnte U-Haft sein. Sie wurde begleitet von Isaac Foster, einem Verdächtigen, der wohl in eine Reihe von Morden verwickelt ist, die es immer wieder in die Zeitungen geschafft hatten in den letzten Jahren. Diesmal wurde Foster angeklagt wegen Kidnapping und auch wenn er diese Anklage, ja, ablehnt, hat er zugegeben, dass die Mordanklagen teilweise wahr sind. Außerdem wurde die Leiche eines Mannes gefunden in den heruntergebrannten Überresten des Gebäudes. Auch wenn die Autoritäten, also die Polizei, nicht in der Lage ist, seinen Leichnam zu identifizieren. Okay. Wieder Datum. Okay, also es scheint halt immer anzudeuten, dass Zeit vergeht und da so ein ganzer Mondverlauf gezeigt wird, weiß ich nicht, ob ein Monat dafür angedeutet wird. Oh mein Gott, wie peinlich, ich weiß gerade gar nicht, ob ein Monddurchlauf einen Monat dauert. auf jeden Fall vergeht doch relativ viel Zeit scheinbar. Es gibt wohl einen Kult, einen neuen Kult, der etwas zu tun hat mit dem Gebäudebrand, der hier vor kurzem geschehen war. Aber involviert war auch eben eine Explosion, die das Feuer ausgelöst hatte und dafür sorgte, dass das ganze Gebäude, also der ganze Keller des Gebäudes, zusammenfiel. Und der Fall wurde wieder eröffnet wegen der Anklage gegen Isaac Foster, weil er ein Verdächtiger ist im Fall des Gardner-Mordes. In der Zwischenzeit ist die Tochter von Mr. und Mrs. Gardner, Rachel, in eine, ja,
weiß ich auch nicht, was eine Rehab, also Reha sozusagen, also um sich zu erholen, aber wahrscheinlich eher psychisch denn physisch, oder? Obwohl, nee, sie wurde doch schwer verletzt, ja klar, dann kann das auch eine normale Reha sein. Aber sie hat die ganze Zeit halt gesagt, dass Foster sie nicht gekidnappt hätte. Oh, sie zeigt aber Anzeichen eines mentalen Deliriums, oh je. Deswegen wird sie von einem Spezialisten behandelt, therapiert. Ja, kein Wunder, ey. Ich meine, sie war ja vorher schon, ne? Okay, für die Verbrechen des Serienmordes und des Kidnappings wird Isaac Foster zum Tode verurteilt. Scheiße, wehe, ey. Das darf nicht passieren. Bitte nicht. Also, Rachel, fühlst du dich wegen irgendetwas unwohl? Nein, nicht wirklich. Du schläfst nachts also gut? Ja, verstehe. Nun dann, es sollte für heute reichen. Tut mir leid, dass ich spät dran war. Ich hatte noch eine Sitzung mit einem anderen Kind und die ging etwas länger. Schon in Ordnung. Ich bringe dich auf dein Zimmer. Das kriege ich schon allein hin. Nun, wir dürfen das aber nicht. Also... Okay. Oh wow, sie darf nicht mal allein auf ihr Zimmer. Ach, was für ein wunderschöner Mond heute. Richtig, Rachel? Ist es nicht eine wunderschöne Nacht? Wunderschöne Nacht. Ja, an Tagen wie diesen ist es das Beste, einfach direkt ins Bett zu hüpfen. Dich erwarten süße Träume. Okay, lass uns gehen. Die ist ja mal munter, ey. Naja, besser als deprimiert. Oh, was ist? Was ist denn, Rachel? Nichts. Verstehe. Gut. Ja. Geile Unterhaltung. Rachel, hast du Angst? Hä? Nun, dein Zustand hat sich dramatisch verbessert in der Zeit, in der du hier warst. Die Person, die bei dir war, dieser Killer, du bist nicht mehr so obsessiv, was ihn anbelangt. Also sage ich dir das Folgende, nur damit du beruhigt bist. Es ist ein wenig gegen die Regeln, aber... Dieser Killer... wird hingerichtet werden. Verstehe. Ist das so? Ja. Das ist vermutlich ein ziemlicher Schock für dich, aber nun kannst du endlich beruhigt nachts schlafen. Ja. Nun, lass uns gehen. Nun, verhalt dich ruhig und geh schlafen, alles klar? Oh, wow. Tja, abgeschlossen. Also wir sind in einer geschlossenen Anstalt scheinbar. Für aber jüngere Fälle. Zumindest denke ich das, weil die Psychiaterin von einem anderen Kind gesprochen hat. Oh, die Wahrheit ist, dass meine Nächte immer rastlos waren. Und mein Geist war unruhig. Heute Nacht wäre eine weitere schlaflose Nacht gewesen.
Das Einzige, was ich tun konnte, war, meine Augen zu schließen. Dieses Geräusch, kommt es vom Fenster? Was ist das für ein Geräusch? Rachel! Ist das nicht jemand, der hier arbeitet? Dann... Rachel, öffne die Tür! Ach. Rachel, was ist da drin los? Oh nein, ich muss die Polizei rufen. Geh zurück. Yeah. So cool. Tada! Zack! Oh Mann, da bist du schon wieder mit deinem gelangweilten Gesicht. Zack, wie hast du... Hä? Weil, wie habe ich was, ha? Huh? Ich meine, du sollst doch im Gefängnis sein. Oh, Gefängnisse sind dafür da, um aus ihnen auszubrechen, richtig? Aber damals... Ich sagte, ich würde schon klarkommen mit dem Ergebnis unseres Schwurs. Ja und? Ich meine, du musst es jetzt nicht mehr aushalten. Zack! Also wirst du immer noch... Willst du mich immer noch töten? Ah, du redest da gerade mit mir, ha? Huh? Ich verliere niemals etwas aus den Augen, das ich haben will, richtig? Beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Oder hast du es vergessen? Nein, Zack. Ich würde niemals vergessen. Nicht in 1 Million Jahren. Ich meine, es ist ein Schwur. Ein Schwur, den du und ich gemeinsam geschworen haben. Na, das gefällt mir doch schon besser. Schnell, hier entlang. Komm mit mir, Ray. Okay, okay. Bereit? Alle, jetzt drücken! Hey, Zack. Huch! Bitte, töte mich. Ja, dann hör auf rumzulabern und lächel. Ihr seid zu spät. Hahaha. Ha, ha. Sie sind abgehauen. Tja, das scheint das Ende zu sein, ha? Huh? Das finde ich gut. I approve. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ende. Ich habe wirklich eher was Schlimmes erwartet, ganz am Ende, aber...
Nee, ich bin sehr, sehr zufrieden. Das war nochmal, ja, eine coole Sache, dass sie quasi getrennt wurden, weil er ins Gefängnis gekommen ist und sie halt in die Psychiatrie. Und dass er tatsächlich es auf sich genommen hat, dann noch auszubrechen aus dem Gefängnis, um ihr hinterher zu reisen und sie zu retten aus der Psychiatrie. Das war natürlich, ja, mega cool, sag ich mal. Aber Zack ist halt auch einfach der Coolste. Ich liebe ihn, er ist ein super Charakter, wirklich. Ja, und ich fand es auch schön, also ich würde das jetzt so deuten, dass es ihr letztlich ja nicht um das Töten wirklich ging, dass sie getötet wird, sondern dass sie diesen Schwur haben, den sie einander geschworen haben und dass dieser Schwur sie ja untrennbar miteinander verbindet. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass das jetzt am Ende so gemeint ist, dass er sie jetzt als nächstes dann töten wird, sondern wirklich, dass sie einfach zusammen sind, weil sie sich das geschworen haben, weil sie das verbindet. Das ist meine Interpretation jedenfalls. Hoffe ich, dass ich das so richtig sehe. Und es endet nochmal mit diesem Fenster, aus dem sie geflohen sind. Tja, das war's. Das war so ein cooles Spiel. Es war auch mega lang, also da hat sich wirklich der Preis total gelohnt. Kann ich nur jedem empfehlen, das auf Steam zu kaufen und den Entwickler damit natürlich auch zu unterstützen. Insgesamt 4 Episoden und jeder hatte bestimmt ja 2 bis 3 Stunden Spielzeit, denke ich schon, ne? Also das ist ein ziemlich langes Projekt geworden, habe ich so nicht vorausgesehen. Und ja, ich habe mich auch mega gefreut immer über eure Kommentare und die vielen Fanarts, die es gab und die ich immer einblenden konnte am Anfang jeder Folge. Vielen Dank dafür, das war total cool. Und ja, dann bleibt mir nur euch nochmal Danke zu sagen, dass ihr mit dabei wart bei diesem Let's Play und dass ich hoffe, dass bald dann nochmal so ein tolles RPG-Maker-Horror-Game rauskommt, vor allem mit so einer coolen Story wieder und mehr noch als die Story waren halt die Charaktere genial. Ray und Zack waren einfach super und Dr. Danny und der Reverend. Das war wirklich, finde ich, die Stärke bei diesem Spiel. Ja, genau, das wollte ich noch kurz gesagt haben. Na gut, ihr Lieben, vielen Dank und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play-Projekt wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.